Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute machen wir ganz eine richtig lässige Geschichte. Der schönste Berg Deutschlands im Winterkleid. Wo sind wir? Im Berchtesgadener Land. Und zwar am Watzmann Hocheck herum. Wir sind zum Sonnenaufgang auf. Die Mittelspitze sieht man schon. Da hinten Hochkalter. Es ist einfach ein Traum. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, unbedingt dranbleiben. Wimbachbrücke, da ist er, der Watzmann. Eine wunderschöne Vollmondnacht haben wir heute. Herrlich, 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 herrlich. Aufstieg in der Dunkelheit. Trotzdem versichert geht es da hin. Nach wie vor alles ist super zum Stapfen ohne Steigeisen. Super. Morgen. Ja, also hört ihr, seht ihr was. Oh, mega. Mega. So ein Tag heute. Die ersten 1700 Höhenmeter ungefähr haben wir schon hinter uns. Bis jetzt ist alles super gut, ohne Steigeisen gegangen. Da geht eine gute Spur rauf. Ja, und die Stimmung bombastisch einfach. Wenn das keine geniale Stimmung ist, was dann? Da gibt es echt nur ein Wort und das ist gewaltig. Ein Wahnsinn. Gesegnet sind die, die früher aufstehen. So, da Watzmann Hocheck. Echt, oder? Ja, Alter, schaut euch das an. Wir kommen am Gipfel an und da geht die Sonne auf. Die Globenhügel ist der Reiso. Ein richtiger Punktlandung. Genial. Wahnsinn. Gewaltig. Da gibt es jetzt einmal einen gewaltigen Daumen nach oben her. Wenn das nicht gewaltig ist, was dann? Kreisel! Leckersch! Ja, jetzt, wo wir schon da sind, haben wir gesagt, wir schauen uns einmal die Watzmann-Überschreitung an. Zumindest einmal bis zur Mittelspitze. Hey ho, let's go, war cool das mal. Passt. Hey, ich führe.
Herrlich, das Ambiente, ein Traum. Herrlich. Herrlich. Da der Muster vom Nebel schaut auch gewaltig aus. Wahnsinn. Salzburg sagt mal, weil noch nichts. Aber für die hohen Dauern, alles ist so klar heute. Die Weitsicht hast du brutal, gell? Brutal. Der Leckarsch. Sagenhaft, oder? Gewaltig. So ein geiler Tag. Wahnsinn. Da bist du selber schuld, wenn du den Tag nicht nutzt. Da kostet laut zum, ja. Ja. Yes! Das ist jetzt ganz gar gegangen. Watzmann, Mittelspitz. Sehr schön! Der Kerl. So gut. So, dann packen wir es wieder. Zur Südspitzen geht es weiter. Dreimal so lang wie vom Hocheck zur Mittelspitzen. Zeitlich sind wir super unterwegs. Das kommt uns heute auch voll zugute, muss ich sagen. Da ist verhältnismäßig eine Autobahn um mich. Das macht es viel einfacher zum Gehen. So, eine der ausgesetztesten Passagen. Das mit Steigeisen ganz lustig.
Nebel mehr da unten. Was sagt ihr, ist der Königssee? Wie man sieht, sieht man nicht. Ein Traum einfach. Wahnsinn, so ein Tag. So ein Tag. Ein bisschen Schnee war nicht schlecht, ja. Weißt du, was man da jetzt gerade sieht? Da oben hast du gesehen, die Spuren, die was da rechts reingehen, gell? Die gehen da oben auf das Bantel da rauf. Siehst du die Spuren? Dann sind sie drauf gekommen, dass das falsch ist, sind sie wieder retour und dann sind sie da her und dann da runter. Das ist uns beim ersten Mal auch so gegangen, da haben wir aber selber alles hier umspielen müssen. Da sind wir auch zu hoch angewiesen. Auf jeden Fall da vorbei. Die Wächten ist eigentlich immer da im Winter. Da geht es da unten vorbei und dann kommst du gleich aufs Bantel. Und da siehst du ganz vorne Markierungen. Da ja, genau, da geht es rauf. Genau. Jawohl. Aber eigentlich die ganzen Spuren, was man da so sieht, da dürften sie die Meere und dürften sie verkoffert haben. Ja, weil da viel mehr ausdrücken. Ja, weil da geht nur eine oben. Und das ist aber der ganz normale Weg. Da kannst du da drüber stehen, ja. Herrlich, herrlich, herrlich.
herrlich einfach. Top-Verhältnisse. Und immer das Panorama in die größte Wand der Ostalpen, in die Watzmann-Ostwand. Die ich auch schon fünfmal machen hab dürfen. Ein Traum. So, dann drüber über das ausgesetzte Stickerl. So ziemlich die letzten Schwierigkeiten da rauf. Dann haben wir es geschafft. Gott sei Dank haben wir so große Füße. Ja. Thank you.
Advent, Advent! Der Kerl! Ist den ersten Advent. Ja. Und das nächste Bier geht auf. Still an die Glocken, die klingen! Oder so irgendwie. In dem Sinn, Bergherrl vor der Südspitz, vom Watze, vom schönsten Berg in ganz Deutschland. Definitiv. Kaiserjäger-Geschichte bis jetzt. Aber jetzt kommt noch der Abstieg ins Wimbachgrias. Erst, wenn wir da unten sind, erst dann kehren uns der Gipfel, so schaut es aus. Gute Zeit haben wir. Sehr geil. Wie geil. Ja, die Aussicht. Ja. Rosen. Ja, nein. So, das hören die Touristen im Königssee unten auch bei den Schiffen. Welche waren ja. Die fahren nicht, also Corona oder so irgendein Scheiß. Irgendein Virus, der muss da herum keine Chance hat. Genau, den ist es kalt da herum. Ja. So schaut es aus. Wir zwei starten, hört es ja gleich wieder oben. Wir halten uns gar nicht lange auf. Weil es ist noch ein langer Weg ins Wimbachgrias oben und dann das ganze Grias raus. Bombenverhältnisse, Wahnsinn. Da schaut es gut aus, ja. Abstieg dokumentieren wir jetzt nur noch sporadisch. Sollte ja ein Video sein, wie schön das am Watzmann ist und wie schön das der Berg ist. Und so eine genaue Tourendoku haben wollt, da habe ich auch ein richtig cooles Video gemacht. Unten findet ihr das Ganze verlinkt. Könnt ihr nachher gern nach dem Video anschauen. Der Augenblick, wo wir die Sonne heute das letzte Mal sehen. Und der Rückblick. Sagenhaft wunderschön. Ja, jetzt geht es aber ins Wimbachgrias und dann im Nebel raus. Der Max und ich sind wieder gut herunten im Wimbachgrias. Da. Wir werden uns jetzt noch stärken. Und das gibt es immer erst dann, wenn man gut vom Berg herunten ist, wenn nichts mehr passieren kann. Und der Watzmann ist so ein Berg, wo wir oben nichts trinken. Darum genehmigen wir uns das jetzt dann beim Aussehen. Ich mache jetzt ein Resümee zu dem Video. Punkt 1, das ist keine Tourendokumentation mit Informationen, wie ihr die Tour nachgehen könnt.
Ich mache das bewusst nicht, weil der Watzmann bei winterlichen Verhältnissen ist nicht zu vergleichen mit dem Sommer. Ich habe das schon ein paar Mal gemacht, ich bin da sogar schon mit den Ski runtergefahren und ich würde auch einfach keine Tipps dazu geben. Ich hoffe, das versteht ihr es. Punkt 2. Ich glaube, der Watzmann hat heute selber bewiesen, dass das der schönste Berg in ganz Deutschland ist. Und mit der Stimmung, die wir gehabt haben, glaube ich, ist es nicht nur der schönste, sondern es ist auch der spektakulärste Berg in ganz Deutschland. Also da sind sicherlich richtig schöne, spektakuläre und stimmige Bilder dabei gewesen. Also mir hat es extrem gefallen. Max? Ja, war gewaltig. So eine Punktlandung gemacht mit dem Sonnenaufgang am Hocheck. War ein Traum. Alles andere weit und breit war unterm Nebel. Und wir haben schon den ganzen Tag in der Sonne außer halt, wenn es der Weg nicht anders zulassen hat. Hat mir voll zart. Aber jetzt bin ich halbwegs fertig. Jetzt noch 10 Kilometer rausgehen, es wird nochmal richtig an den Kopf kicken. Besser ist, wenn wir dann beim Auto haben. Genau. Ja, also das ist eben auch so ein Punkt. Auch wenn es der schönste Berg in ganz Deutschland ist, aber das gehört immer da dazu gesagt, der Abstieg von der Südspitze, da gehst du 1200 Höhenmeter runter, bis du erst einmal da bist im Wimbachgrias und du darfst dir da keinen einzigen Fehler erlauben und dann musst du noch einmal 10 Kilometer raushatschen. Also das ist halt ein kleines Manko, das der Berg hat, aber der Berg ist einfach so wunderschön. Da nimmt man das gerne in Kauf. Insgesamt ist das schon eine ziemlich lange Tour, 2400 Höhenmeter und ich glaube 25 Kilometer ungefähr. Also ich verstehe es, so schön wie der Berg ist, dass da einfach jeder von euch in Deutschland da mal gerne aufgehen will. Wir haben den Tag heute ausgenutzt, es war richtig cool, also mir hat es taugt. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben, nicht vergessen, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, Kanal abonnieren und die graue Glocke aktivieren. Und Fragen unten eine ins Kommentarfeld. Schlusswort gebe ich an Max. Berg heil, bleibt's geil. Prost. Prost.